Gosia und Robert, zu den angeblichen Fotos von Pornomodellen, die seit der Zeit von Bedemeier mit der Absicht der Diskreditierung wiederholt wurden. Wir haben es schon einmal gesagt, aber wir werden es noch einmal sagen, es gab nie eine Täuschung seitens der Thaigeta, und es gibt keinen Betrug, aber die Täuschung liegt in dem Kontext, in dem die Bilder gefunden werden können. Mit der auf der Erde verwendeten Technologie ist es einfach, ein beliebiges Szenario im Internet zu erstellen. Fotomontagen, Implantate, Veränderungen aller Art mit dem Ziel der Diskreditierung, sogar mit Daten, um sie realistischer zu machen, werden häufig gegen Menschen eingesetzt, die nicht in die Agenda der Person passen, die sie diskreditiert. Das ist nichts Neues und wurde schon bei Bedemeier und anderen gemacht. Und wenn du fortschrittliche Technologien von außerhalb der Erde hast, ist es unglaublich einfach, es wird ständig gemacht, und wir haben schon vor Jahren vor diesem Problem gewarnt. Wir haben schon oft darauf hingewiesen, dass das Fotothema unter anderem aus diesem Grund sehr heikel ist und dass die Kontrolleure alles tun würden, um die Thaigeta zu diffamieren. Wir haben sogar die Verwendung von Klonen, Einfügungen der vollständigen Identitätsgeschichte und so weiter erwähnt, die verwendet werden könnten, um diesen Kontakt zu verfälschen. Es ist dieser komplexere Zusammenhang, der von den Leuten, die mit unserem Team in Kontakt waren, übersehen oder absichtlich ausgelassen wird, um die harte Arbeit, an der wir beteiligt sind, zu beschädigen. Und wer dahinter steckt, ist dieselbe Gruppe wie immer, die leidenschaftlich nach jedem Argument sucht, das ihnen helfen kann, dieses Projekt zu verseuchen. Keine außerirdische Rasse wird aus 440 Lichtjahren Entfernung kommen und sich jahrelang der Bereitstellung von fortschrittlichen Informationen aller Art widmen, um sich dann auf die gleiche absurde Weise abzuschießen, wie die Bereitstellung von Bildern von Pornomodellen aus dem Netz. Warum nicht jemand aus einer anderen Branche oder jemand völlig Unbekanntes? Wer würde so einen Fehler machen? Wie Yazi gestern Abend sagte, ist das, neben anderen Gründen, der Grund, warum sich nicht mehr Rassen melden, denn sie landen im Playboy. Wer diesen Kontakt anzweifelt, indem er solchen Anschuldigungen Gehör schenkt, den lade ich ein, zuerst die Informationen selbst zu bewerten, den Inhalt, die Komplexität der Informationen, die sich über Jahre hinziehen und immer weitergehen. Das ist es, was zählt. Dort nimmst du wahr, was für Menschen hinter diesen Informationen stecken und was sie zu deiner persönlichen Entwicklung beitragen. Es gibt keine Täuschung und es gab sie auch nie. Was es gibt, ist die Auslassung des größeren Zusammenhangs, der oben erklärt wurde. Bei einem so komplexen Kontakt, bei dem sich Welten vermischen, bei dem sich das außerirdische 5D-Element mit der irdischen Realität vermischt, wird es immer und bei jedem Thema größere, komplexere, fortgeschrittenere Zusammenhänge geben, die der menschliche 3D-Verstand nicht immer verstehen kann. Wie wir immer sagen, gibt es Komponenten und 5D-Ursachenwirkungen innerhalb der 3D-Realität, die nur jemand aus der 5D sehen kann. Aber jemand innerhalb der 3D wird nur die Teile, Erklärungen und 3D-Zusammenhänge sehen, die einfach und für das Auge offensichtlicher sind, begrenzt durch das Fehlen des größeren Rahmens. Und ohne diese größeren Zusammenhänge ist es leicht, in Fehlurteile und Schlussfolgerungen zu verfallen, besonders wenn sie durch persönliche Ressentiments genährt werden. Übrigens tut es uns sehr leid, dass die Kontaktaufnahme für einige Leute nicht gut gelaufen ist. Und ich sage einige, denn es gibt viele andere, für die sich der Kontakt als sehr harmonisch und relevant herausgestellt hat. Sie gehen nur nicht an die Öffentlichkeit, weil sie es privat halten wollen. Abschließend möchte ich sagen, dass ich weiterhin die unglaublichen Informationen teilen werde, die unsere svarunischen und thaigetischen Freunde bedingungslos zur Verfügung stellen, und ich schlage vor, dass du nicht in die alte und vorhersehbare Falle der Feinde dieser Arbeit tappst, um ihr Image zu diskreditieren und die Auswirkungen dieser Enthüllungen zu stoppen. Sie haben es schon einmal getan, mit denselben Tricks, und sie werden es wieder tun. Wir machen weiter. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.